Hallo und herzlich willkommen wieder bei The Witcher. Ja, in der letzten Folge haben wir ja in der Stadt erstmal ein paar Quests abgegeben und so. Und hatten da auch ein paar Mikroruckler, wie jetzt gerade. Wie ärgerlich. Egal, jedenfalls haben wir uns dann aufgemacht wieder in den Sumpf. Und hier im Sumpf haben wir einige Quests zu erledigen. Ich habe kurz vorher schon mal geguckt, was denn genau. Und zwar werden wir Archesporen killen müssen. Dann an diesem Schrein der Melitele soll ja noch dieser Ring rumliegen. Und bei den Druiden müssen wir ein Heilmittel gegen Lykantrophie, sprich... Ah ja, eine Kikimore. Gegen Lykantrophie finden. Und die lassen wir sich da mal mit sich selbst beschäftigen. Und auch ansonsten werden wir bestimmt noch ein bisschen was zu tun kriegen, weil, wie man sieht, hier hängen schon wieder die ganze Zeit irgendwelche blöden Mistviecher rum. Ach ja, jetzt kommt der Großonkel auch noch dazu, ist ja klar. Ich habe die Kampfstimme ein bisschen leiser gestellt. Ich hoffe mal, dass euch das ein bisschen zugute kommt. So, dann mal Lehrband schauen. Absurd Raffas des Weißen. Den schnallen wir uns da mal rein. Aber dafür rennen wir erstmal ein Stückchen weg, wie sich das gehört. Weil wir sind ja nämlich ganz mutig. Lecker Zeug. So, jetzt kriegt er aber aufs Gesicht hier. Der alte Hammel. Ach, jetzt sind wir beide betäubt. Achso, du bist nicht nur betäubt, du bist tot. Schön. So, und hinter mir sitzt der gute Frank und tippt mich die ganze Zeit an wie so ein Besenkter. Und will mir wahrscheinlich irgendwas sagen. Ich frag mal gerade, Frank. Heiltrank nehmen, ja, das war eine gute Idee, danke. Ja, habe ich dann gemacht. Ich habe mich verlaufen. Mache ich ja sonst nie. Ort der Macht, wo ist denn dieser Schrein der Melitele überhaupt jetzt abgeblieben? Der war doch da, hier irgend... Da ist er, natürlich. So, ich lasse da hinten die Typen einfach mal rumstehen. Ich muss ja nicht jeden einzelnen killen, der hier so rumläuft. Da ist doch der Shrine und da muss auch irgendwo der Ring liegen. Der Ring of Fire. Tja. Letzte Question. Wo ist der Ring? Kurz mal das Ritual machen. Ich guck nochmal ins Questlog, vielleicht stehen da irgendwelche Tipps. Der Leichnam des Onkels und somit wahrscheinlich auch der Ring soll sich bei Melitelis Kapelle in den Sümpfen befinden. Ich werde den vermissten Ring im Sumpf finden, beim Melitele-Schrein. Ja, hoffentlich habe ich den nicht schon gefunden und schon vertickt. Das wäre ein bisschen doof. Also muss hier jedenfalls irgendwo ein Leichnam rumliegen. Oh, und diese Mikroruckler gehen mir gerade auf den Sack. Habe ich doch sonst nicht. Leichnam, da. Ja, Freunde. Wollen wir mal sehen, ne? Aua, achso. Ach ja. Sag mal, jetzt stirbt er da hinten immer noch nicht. Ist der denn blöde? Hat er gar nicht verstanden, worum es hier geht? So, und weg. Und dann haben wir noch die zwei Spotzfreunde. Gleich jetzt mal wieder einen ganzen Popo voll zum Einsammeln. Ich freue mich nicht. Na, explodierst du?
Tust du nicht. Du Schlumpf. So, komm her. Da vorne liegt auf jeden Fall der Leichnam. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich den noch nicht lange durchsucht habe und den Ring schon an irgendeinen Händler, der hier so rumläuft, verkauft habe. Weil dann habe ich nämlich ein Problem. Den finde ich ja nie nicht mehr wieder. Wo sind denn die Überreste? Da. So, nehmen wir alles mit. Das nehmen wir auch alles mit. Ach ja, komm. Eigentlich, kann ich da auch mal von oben einen dicken Haufen draufsetzen, weil brauchen tue ich das Zeug wahrscheinlich eh nie und verkaufe es wieder irgendwann für ein Goldstück oder so. Na gut, wie dem auch sei. Das Blümchen nehmen wir mal, jetzt wollen wir mal gucken. Drück die Daumen, dass da noch was drin ist. Jawohl, da ist er ja. Schönes Ding. Nehmen wir alles mit, bis auf die Fackel. Und begeben uns dann auf den Weg Richtung Druiden. Um da ein Heilmittel zu kriegen für die Lykantrophie. Junge, hier liegen auch eine Menge Leichname rum. Ist bei uns in den Wäldern hier in der Umgebung aber irgendwie anders. Achso, das sind die Holzfäller gewesen. So. Und da ist doch schon der Druidenhain. Das ist der Steuermann vom Captain Blaubeer. Gibt's den eigentlich noch? Captain Blaubeer? Ist doch egal. So, wo ist der ältere Druide? Da ist er. Oh, ein Hierophant. Ich quatsch mal mit dem Hierophant. Nee, ich quatsch erst mit dem älteren Druiden. Den kennen wir schon. Das ist unser Kumpel. Nicht. Was gibt's? Kurz mal handeln, wenn ich schon da bin, weil so ein paar Birnen, die kannst du kriegen, die brauche ich nicht. Die Eier behalte ich. Und da mal eben ganz kurz gucken, vielleicht nimmt der uns ein paar Sachen ab, die wir... Nein, tut er nicht. Hat er noch Bücher, die wir noch kaufen können und lesen? Haben wir alles gelesen? Dann sage ich mal, Dankeschön, ich gehe. Kannst du verwirrt weitersprechen. Hä? War die nicht weg? Gwynblade. Grünnippelwoman? Gwynblade. Lebt wohl. Jetzt ist er auf jeden Fall weg. Wie dem auch sei. So, reden wir mal mit dem. Willkommen. Seid gegrüßt. Spielen mir meine Augen einen Streich? Seid ihr Geralt, der berühmte weiße Wolf? Der bin ich. Woher kennt ihr meinen Namen? Unser Freund Maussack hat mir von euch erzählt. Ich habe mein Gedächtnis verloren und erinnere mich nicht an Maussack. Ein Jammer. Womöglich kann ich helfen, wenn ihr ein paar Jahre bleibt. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Ja, weißer Wolf? Erstens mal ganz ehrlich, Maussack, Kalkstein, Ochsenfurt... Er hat sich hier die Namen ausgedacht. So, und jetzt wieder zum Thema. Eigentlich möchte ich das Heilmittel, aber ich möchte auch die anderen Sachen noch, also werde ich mal wieder alle Optionen durchgehen. Banditen sind im Sumpf aufgetaucht. Die Bäume sagten mir, dass ihr sie bis auf den letzten Mann getötet habt. Wir sind sehr dankbar, Wolf. Ja, bitteschön. Was denkt ihr über die Skoyatel? Politische Konflikte interessieren mich nicht. Die Druiden überdauern, weil wir nichts besitzen, das Könige begehren. Und die wiederum wissen, dass wir keine Bedrohung ihrer Macht darstellen. Ihnen könnte missfallen, dass ihr den Eichhörnchen Unterschlupf gewährt. Wir helfen allen Bedürftigen, solange sie unsere Bräuche achten. Die Elfen respektieren und verstehen die Natur. Und die Menschen tun das nicht? Leider nicht alle. Flüsse in Stadtnähe werden von Abwässern verseucht. Einst große Wälder werden gnadenlos gefällt. Tiere, von denen es einst nur so wimmelte, sind fast ausgestorben. Verstehe. Ja, weißer Wolf? Ich komme wegen einer Frau, deren Liebster sich nachts in einen Werwolf verwandelt.
Sie sucht nach einem Heilmittel. Ihr seid ein Hexer. Ihr müsstet auch wissen, wie man Lykanthropie behandelt. Einst mag ich es gewusst haben, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kenne mehrere Heilmittel für Lykanthropie, aber ich habe noch nie selbst eines ausprobiert. Und ein magisches Heilmittel? Ein Elixier? Ich weiß nicht, wie man ein solches zubereitet. Ihr solltet einen erfahrenen Alchemisten fragen. Aber ich habe gehört, dass ein Hemd aus Hundspetersilie helfen kann. Wirklich? Ja. Sammelt 5 Blätter Hundspetersilie und sagt dem Weib, sie soll ein Hemd daraus weben. Und dann soll ihr Liebster darin schlafen. Danke für den Rat. Es gäbe da ein volkstümliches Heilmittel. Es ist mir etwas peinlich, aber man sagt, dass wahre, bedingungslose Liebe Bestien in Menschen verwandelt. Auch daran werde ich denken. Vergesst nicht, Lykanthropie ist eine Krankheit, die immer schlimmer wird. Bevor ihr den Fluch aufhebt, müsst ihr euch vergewissern, dass der Werwolf im Herzen noch ein Mensch ist. Warum? Wenn nicht, tötet er auch nach der Heilung weiter und bleibt nichts mehr als ein Ungeheuer. Verstehe. Ich werde versuchen, die Identität des Werwolfs herauszufinden. Ja, weißer Wolf? Ja, alter Mann. Lebt wohl. Also begeben wir uns mal unter die Schneider und müssen so ein Hemd besorgen, vermute ich mal. Oder Carmen dazu bringen, dass sie ihren Mann wieder bedingungslos liebt. Dazu müssten wir dann aber erstmal Carmen wiederfinden und die wird vermutlich immer noch in ihrem Hurenhaus. Oh, naja. In ihrem Hurenhaus rumleben. Machen wir doch lieber mal mit dem Stahlschwert. Das heißt, da geht's das nächste Mal wieder in der Stadt weiter. Na gut. Dann gehen wir jetzt Eichelspore killen und hoffen, dass wir vielleicht diese Klamotten von den Rare Mobs noch wiederfinden. Sprich, von dem Wolf und von dem großen Eichelspore. Ich habe nur leider keine Ahnung mehr, wo ich den Mist verfallen lassen. Vielleicht ist das Spiel ja schlau genug. Ist das ja schlau genug und führt mich zu der Stelle... Nee, natürlich nicht. Super. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Die finde ich doch nie wieder hier im Sumpf. Irgendwo liegt ein Kopf rum. Ja, Mahlzeit. Das ist ja einfach zu finden. Na komm, gib mir deine Sachen. Schönen Dank. Achso. Sag mal, wo ging's denn hier rum? So. Ja, Rolands Überreste interessieren mich jetzt eher nicht so genau. Lagerfeuerort, der macht da oben, muss ich rum? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da bin ich doch noch nie rumgegangen, oder? Nee, hier geht's auch nicht rum. Was ist überhaupt mit Rolands Überresten? Die waren doch sonst noch nicht auf der Karte angezeigt. Naja, da wir eh Eichespore sammeln müssen, schau ich da mal vorbei bei Roland in seine Überreste. Und dann belege ich einen Deutsch-Grammatik-Kurs. Ist? Ja. Ja, ihr seid ganz böse Buben. Ihr seid die härtesten von allen. Huiuiuiui. Ich hab Angst. Nervt mich rum, Jungs. So. Da spare ich mir einmal der Dasselotten.
Eingestürzter Turm, dann gehe ich den Weg entlang und da müsste ich zu Rolands Überresten kommen. Warum lässt Roland seine Überreste hier rumstehen? Und warum stehen die auf einmal... Achso, das war das Festtech. Ihr könnt euch mit euch selbst beschäftigen. Ach, das war hier der... Der Obereichhörnchen-Chief oder was? Ja. Die sind nämlich auch schon gar nicht mehr wirklich hier, die Überreste. Ne, okay. Dann. Ne. Dann jetzt aber endgültig mal auf Archespursuche. Ich hasse das, wenn da einfach ein paar Büsche stehen und Geralt nicht durchkommt. Man ist ja nicht so, dass er ein dickes Schwert in der Hand hätte und auch eigentlich sonst ziemlich kräftig ist und so. Mal so ein paar Büsche vielleicht beiseite drücken könnte. Nein! Och, komm, wollt ihr mich denn veralbern? Genau, kämpft gegeneinander. Kämpft nicht gegen mich. Eh keine Chance. Ich muss mal ein bisschen die Alt-Taste gedrückt halten, für den Fall, dass sie vielleicht irgendwo doch der Kopf angezeigt wird oder so von dem Gefiech. Und Hundspetersilie nehme ich auch auf jeden Fall schon mal mit, weil die brauchen wir eventuell, um halt dieses Hemd zu nähen gegen die Lykantrophie. Weiß ich noch nicht genau, wie das dann ablaufen wird. Achso, jetzt bin ich schon wieder bei den Ziegelbrennern. Ach. Ist aber nicht so schlecht. Denn... Hallo, Katze. Denn dann können wir mal eben hinten beim Großvati, dem alten Kannibalen, vorbeigucken. Und da standen ja einige... Echinopse. Und damit müssten wir ja eigentlich diese Archespor-Geschichte wenigstens geregelt kriegen, ne? Achso. Das ist gar nicht mehr starker Angriff, ja. So. Mal gespannt. Saft, glaube ich, braucht man von denen, ne? Ne, Wurzelstock. Genau. Wurzelstock? Die blutrünstige Pflanze. Das ist es nicht. Der Archensporvertrag. Archensporsaft. Na gut. Dann eben doch nicht die Wurzelstöcke, sondern den Saft. Soll mir halt auch recht sein. Nichtsdestotrotz werden wir wohl wahrscheinlich, so leid mir das tut, noch eine ganze Weile hier dumm in der Gegend rumirren. Ich weiß noch, dass ich eins ungefähr bei den Wüvern habe fallen lassen. Ich weiß nur leider nicht mehr, wo die Wüvern waren. Obwohl, da müssten wir da... Ne, das ist Großväterchens Haus. Hier, irgendwo muss das aber sein. Da oben geht ein Weg durch. Achso, das ist das Haus. Ach, das Blöde. Ohne Spaß. So, da ist Großväterchens Haus. Ups. Wenn mich nicht alles täuscht, was es vermutlich tut, müsste man doch von hier aus zu den Wüvern irgendwie hinkommen. Macht
hat mich persönlich betroffen, dass ich das jetzt nicht so schnell auf die Schnelle finde. Anstatt persönlich betroffen, Alter, könnte man auch sagen, nervt. Ne? Ah, geht doch. Ich wusste doch, dass da irgendwo ein Weg ist. Wer ist er? Wer ist er? An die Wüvern. Ach, ich bin auch so schlecht in Navigation. So, das ist das Lager. Da kann man nicht nach hinten raus, oder? Nee, ist alles etwas buschig hier. Ach, Freunde, 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 ihr wisst doch garantiert, wo es lang geht. Nur ich wieder nicht. Ach, toll, jetzt muss ich auch noch... Naja, also, ich würde sagen... Wir machen es mal folgendermaßen. Aua. Wir machen es mal folgendermaßen. Ich flüchte einfach mal nicht, wenn die explodieren und vergifte mich selbst, weil das kann man immer gut mal machen. Und bei dem hier werde ich das mal anders machen. Und dann mache ich gleich eine Aufnahmepause und ihr kommentiert und abonniert und macht Däumchen nach oben fleißig, wie sich das gehört. Und ja, beim nächsten Mal sind wir hoffentlich ein bisschen erfolgreicher und finden endlich mal die Archespore oder wenigstens die... naja, den Kopf und was da nicht alles so rumhing von irgendwelchem gar garstigen Gefiech. Die nehmen wir noch mit. So, bis morgen. Ciao.